Ja, T-Shirts selbst bedrucken und Klebefolien selbst gestalten kann man relativ einfach. Man braucht dazu einfach nur solche Spezialfolien, die dann mit einem Vinylcutter ausgeschnitten werden. Die gibt es in mehreren einfärbigen Ausprägungen. Schwarz, rot haben wir hier. Auch eine weiße Folie hätten wir hier. Hier ist auch schon ein Modell drauf, das ausgeschnitten wurde mit einem Vinylcutter. Man sieht auch schon hier bei diesem Modell, dass hauptsächlich nur die Umrisslinien ausgeschnitten werden, aber auch Hohlräume sozusagen hier freigeschnitten werden können. Hier wäre noch ein einfaches Beispiel von einem Drachen, wo einfach nur hier also wirklich die Umrisslinie ausgeschnitten wurde. Was braucht man natürlich noch dazu? Eine Vorlage, wie in diesem Fall einen Drachen oder hier ein Segelboot. Wo findet man diese Vorlagen? Heutzutage natürlich ganz einfach im Internet. Und das schauen wir uns jetzt an. Bildersuche im Internet ist ja relativ einfach. Allerdings, man darf natürlich nicht jedes Bild, das man im Internet findet, auch gedankenlos herunterladen und weiterverwenden. Es gibt dazu aber Plattformen, die speziell für gratis verwendbare Bilder, Grafiken geschaffen sind. Eine davon wäre Pixabay. Die haben wir auch hier schon aufgerufen. Dann sucht man also hier in dieser Umgebung nach einem Bild, vielleicht ein Motorrad oder ein Fahrrad. Zu achten dabei ist, wenn man nun also ein Bild aussucht, dass dieses Bild nicht allzu viele Farbübergänge hat, also relativ einfach gestaltet ist. Zum Beispiel wie auch dieses Schwarz-Weiß-Bild schon, das könnte man gleich direkt übernehmen. Oder auch solche einfachen gestalteten Bilder. Schlecht hingegen sind also Bilder, naturalistische Darstellungen, wo sehr viele Farbüberläufe sind oder auch Schwarz-Weiß-Darstellungen vorhanden sind. Hier zahlt sich also eine etwas längere Suche nach dem idealen Bild aus. Wir nehmen einfach mal diese einfache Grafik, laden sie lokal auf den Rechner und öffnen nun noch ein Bildbearbeitungsprogramm namens GIMP, welches gratis zur Verfügung steht, laden dieses eben runtergeladene Bild in das Programm hinein und müssen jetzt eigentlich nur noch daraus ein Schwarz-Weiß-Bild machen. Dies geht sehr einfach mit der Funktion Farben-Schwellwert. Man sieht schon, die Farben wurden entfernt und wir haben schon ein Schwarz-Weiß-Bild. Man kann hier noch mit dem Schieberegler ein wenig spielen, um ein ideales Ergebnis zu bekommen. Entweder reine Umrisslinien oder auch flächige Formen. Wir nehmen mal dieses hier, speichern es, diese Einstellung ab. Als nächstes muss das Bild noch exportiert werden. Ganz einfach, normal als PNG oder auch als JPEG. Man kann auch einfach die Grundeinstellungen übernehmen. Schon ist es exportiert und kann dann am Vinylcutter ausgedruckt werden. Okay, ja, also mit dem Vinylcutter kann man T-Shirts bedrucken oder also die Folien dafür ausschneiden oder einfach Aufkleber ausschneiden. Es geht auch Papier und so und wir haben meistens, die meisten wollten T-Shirt-Folien haben und da muss man darauf achten, dass sie gespiegelt sind mit den Schriftzügen her. Ja, ich mache jetzt eine neue Datei, einfach um es einmal. Hier kann ich die Größe eingeben, das passt so mit meiner Folie und
Dann schaue ich mal. Nehme jetzt einfach das. Dann muss ich das nachzeichnen, damit also alles, was zu dem Objekt gehört, muss gelb sein. Jetzt kann ich das nachzeichnen. Und der schneidet immer die roten Folien, die roten Strichlinien nach. Und jetzt muss ich, wenn ich es auf dem T-Shirt tue, muss ich es spiegeln. Ja. Da mache ich so groß, wie die Leute es haben wollen, und dann cutte ich es. Ja, die Kinder waren damit sehr zufrieden. Sie haben auch natürlich sehr viel gedruckt. Was kann man falsch machen dabei? Die Vorlage natürlich eine zu feine Vorlage zu wählen. Wie schon vorhin hergezeigt, diese Vorlage geht gerade noch, könnte man sagen, weil man sieht hier schon, im unteren Bereich sind die Strukturen sehr, sehr fein, und da muss man dann schon beim Ablösen der Folie gut aufpassen, dass auch alles so mitkommt, wie es gedacht ist. Man kann es auch eventuell hier sehen. Die Vorlage ist dann ganz einfach runterzuziehen und aufzukleben, wo man es halt gerne aufgeklebt haben möchte. Und ja, also ein paar Probleme waren so, wir hatten zwischendrin mal einen nicht funktionierenden Menükarte, und da musste man auf die Liniendicke achten, darauf schauen, wie dick das geschnitten ist. Bei manchen Folien funktioniert es, bei manchen nicht. Es sind dauernd Leute gekommen, dass ich dann sagen musste, um die Uhrzeit nehme ich erst die Aufträge wieder an und danach nicht mehr und davor auch nicht. Für den Einsatz in der Schule wäre natürlich zu beachten, dass möglichst viele Rechner vorhanden sind, damit möglichst viele Kinder damit arbeiten können. Und auch die ein, zwei kleinen Handschritte hier mit der Software am Anfang hergezeigt werden. Denn es ist natürlich am Anfang auch passiert, dass die Strukturen oder die Abbildungen so genau wie möglich verwendet werden wollten. Das geht natürlich nicht bis ins kleinste Detail, weil ich kann nochmal diese Folie herzeigen. Ja, natürlich hat der Vinylcutter auch seine Grenzen, was die Feinheit anbelangt. Ja. Vielleicht muss man die Kinder auch am Anfang ein bisschen auf die Sprünge helfen, was sie jetzt genau drucken möchten. Sie haben grobe Vorstellungen, hatten die meisten, aber eine richtige genaue Vorstellung hatten sie noch nicht oft. Und da muss man doch ein wenig länger suchen im Internet mit den Kindern gemeinsam, dass sie dann auch das richtige Bild auswählen. Zu den Kosten wäre zu sagen, dass so eine von dieser Größe A4 hier in etwa eine Folie bei 2 Euro liegt. Ist also nicht ganz so günstig. Ein Vinylcutter selber hat natürlich auch entsprechende Kosten, aber ich glaube, es lohnt sich sehr, den einzusetzen, weil die Kinder sehr gerne damit arbeiten und, wie wir auch gesehen haben, die Bedienung einer einfachen Software jetzt überhaupt grundsätzlich keine großartige Herausforderung darstellt. Ja, der Menükarte kostet ungefähr 150 Euro. Und wenn man mehrere T-Shirts bedrucken will, dann ist es so eine Bügelpresse ganz praktisch, die man sich ausleihen kann. Unsere ist vom Happy Lab. Ja, eine von den Folien kostet ungefähr 1-2 Euro. Und wir dachten eigentlich, dass wir ein Folienlimit setzen, aber das hat sich nicht ganz durchgesetzt. Also ich weiß nicht, da gab es, glaube ich, ein paar Probleme in der Orga oder so. Oder ich weiß es wirklich einfach selber nicht. Auf jeden Fall hatte ich ein paar Jungs, die sind jeden Tag gekommen und haben ein T-Shirt gedruckt. Und ja.